Also wir sind beide seit der 5. Klasse in einer Klasse gewesen. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Wir sind seit 1961 befreundet. Das ist der Marc. Und das ist die Birgit. Wir waren Nachbarskinder und sind von Anfang an quasi schon zusammen. Im Gymnasium tatsächlich, also über 15 Jahre jetzt dann auch schon. Den Anfängen hatten wir so eine Girls Group mit noch einer anderen Freundin zusammen, war wie so eine Bande. Beim Tanzen. Ja, beim Tanzen, der Tanzschule. Ja. 66? Ja, 66. Ich schätze auf jeden Fall, dass sie Humor hat. Also wir teilen unseren Humor auch. Wir sind einfach immer füreinander da, egal was ist. Dass er sehr viel Verständnis für mich hat. Sein Humor, ich finde ihn sehr lustig. Ja, und sie, dass sie so frech ist. Ich tatsächlich, dass wir so unterschiedlich sind. Du bist eine sehr warmherzige Person und auch in manchen Dingen sehr unterschiedlich, aber den wichtigsten halt dann auch doch nicht. Vertrautheit? Ja. Die Ehrlichkeit? Humor, wir können zusammen lachen. Ja, das ist auch wahr. Sich gegenseitig vertrauen, dem anderen zuhören und füreinander da sein. Ich würde sagen, Kommunikation ist halt schon so das A und O. Man entwickelt sich ja auch so miteinander. Muss man halt gucken, so dass man sich halt nicht auseinanderlebt. Den anderen so sein lassen, wie er ist. Klein, groß. Gute Kameradschaft. Frau, Mann. Egal was. Ausreden lassen. Das ist ja auch sehr schwierig manchmal. Alles, was mal geschah, was vielleicht der Freundschaft im Wege stehen könnte, einfach zu klären. Eine Angst davor, glaube ich, auch zu haben, dass mal auch Konflikte entstehen. Und was ich auch wichtig finde tatsächlich, gerade wenn man nicht am gleichen Wohnort wohnt, einen auch über die kleinen Dinge informieren. Nicht mehr gleich alles hinwerfen und versuchen, Lösungen zu finden. Wir machen Zusammenhalt halt. Ja, genau. Das ist das Wichtigste an der ganzen Sache.